Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück hier bei Nacht auf Route 210. Jawohl, wir spielen nochmal eine Folge heute weiter. Genau, danach kommt die nächste Aufnahmesession, wird dann wieder ein bisschen länger. Das war ekelhaftes Wetter. So, Hundemon. Bewegen. Staraptor nach vorne. Nachdem wir es in der letzten Folge geschafft haben. Oh fuck. Staraptor zu trainieren. Staraptor Empoleon auf Level 36 zu trainieren. Ja, hatte ich jetzt natürlich nicht gerechnet, damit doch uns hier Ninja angreift. Vier Pokémon. Folge heute ein bisschen kürzer, sage ich euch gleich. Grund dafür ist Zeitdruck. Genau, so, Bedrohung von Staraptor wirkt. Das ist ein Luftkampf. Hatten wir auch noch nicht bisher. Aeroas. Auf. Pions Cora, Pokémon wechseln, Hundemon, du bist dran. Schön zu Bad. Ist sicher nicht effektiv auf Gift. Also trotzdem gestehe ich mir vor, wenn wir. Ja, sag ich doch. Bin froh, wenn wir Kadabra wieder los sind. Nachdem wir es halt nie zu Simsalam machen können, ist es halt so, ja. Medium cool, weißt du? Weiter kämpfen. So. Was ist hier los? Du bist ja kaum was in Fassung geraten. Tja. Blöd gelaufen. Ne? Das ist eine Astrenne, der auf uns wartet. Nein, ich habe auch so sehr ausgelöst. Eine Astrennerin, sorry. Cora. Ein Ponita. Komm. Aeroas ist weg. Level 36. Pflanze Boden. Cheltenham, die Unterlücke von Cheltenham. Vielleicht ist es auch nur Pflanze, das weiß ich gar nicht. Dann hätten wir natürlich mit Flammenwurf einen super Einsatz. Indeed, das hast du. Das ist ein Doppelkampf. Wie kommt man da hin?
Ja. Kraxler. Kann man leider noch nicht. So, Doppelkampf. 1-1, du, Inus und Ede. Raichu und Gyarados. Staraptor und Kadabra. Haben wir's jetzt. Luxtra mit dem Level Up. Knirscher. Nice. Die Yukinidis Bombe. Erledigt. Er hätte mich einfach verpasst. Er hätte mich einfach verpasst. Liebe Cornelius mit seinen drei Pokémon hätte mich einfach fast verpasst. Moterpel. Staraptor macht da gar keinen großen Hehl draus, weg damit. Ich möchte was testen. Funktioniert gut. Luxio ist weg. Wundervoll. Beautiful. Oh fuck. Ninja Junge Dario. Pudox. Staraptor. Ja, schön. TM30 Spukball.
Save ist perfekt für Luxio für einen 5. Orden. Statt Tackle, Spukball. Dann hast du Hundemon. Unlicht auf Geist effektiv und dann hast du noch theoretisch Geist und Unlichtattacken auf Dinge. Wir gehen auch, können wir machen vielleicht schon so. Mashok gegen Staraptor. Früher bei Rubin und Saphir waren die als Bäume getarnt. Das war eine Rolle runtergegangen dann, hinter der sie standen. Kliebunkel, Ladies and Gentlemen. Aeroas. Auch schon auf 37. Das Problem ist natürlich, desto höher wir die trainiert, bis wir zu Kaumalat kommen, desto schwerer wird es Kaumalat ranzufüllen. Selbiges gilt aber auch für das letzte Pokémon, was zu uns kommt. Exblizzard. Vogelprofi Angela. Oh wow. Blitz ist weg. Die weiteren Mütter haben auch gleich dabei. Oh ja, das ist ja genüsslich. Ich habe erzählt, dass die Psychotante es wirklich geschafft hat, sich dem zu entziehen. Ich glaube, ich spinne. Was machst du, du kleine Psychotante? Gibt's ja gar nicht. Veteran Andro, Kampf? Nee, Bamelin. Gemixt, auch nicht schlecht. Thank you.
Aeroas. Passt. Passt. Flutsch und weg. Girafarik ist Psyche, Hundemann, du bist dran. Ich muss gerade überlegen, ob ich Lucario überhaupt mit ins Team nehme. Also Riolu. Oder ob wir einfach Hundemann drin lassen. Elysis. So, wir sind eh gleich in Elysis angekommen, dann passt ja eh. Elysis. Genau. Da können wir jetzt erstmal in Ruhe ins Pokémon Center gehen. Unsere Pokémon heilen. Mit den Leuten hier drin sprechen. Genau, so. Dann gehen wir wieder raus und dann erwartet uns morgen ein neues Abenteuer. Bis dahin, Tschüssikowski, bleibt gesund. Wir sehen uns.